So, willkommen zur nächsten Folge hier aus dem Livestream vom, was ist heute, der 3.5. noch? Ja, noch ist der 3.5. Livestream und ich bin hier mit dem Clan Dips unterwegs, also Bad Luck und VLAN 19 ist neu mit dabei. Und beide sind auch gerne auch im Sprachchat mit dabei, also ihr hört zwei Profis, wie die miteinander reden und ich fahre halt mit. Ach, jetzt komm. Mit meinem Valentine hinterher. Die könnten mich auch 5 Sekunden früher losfahren lassen, oder? Ja klar, aber nee. Ich wüsste ja Brauchen wir gar ja nicht, nicht, wohin ne? fahren soll. So, jetzt machen wir mal ein Steppen! Käffchen, deswegen geht das Mikro aus. Mal sehen, was unsere Vierer machen, das wird interessant. Das ist echt faszinierend, gell? Da steht noch 12 Sekunden, aber ich drück schon mal auf W. Hier eine wunderhübsche Tarnung. Oh ja. Ein Wheelie erstmal ja gestartet. Ach man, die nehmen mir meinen Platz weg. Ah, dann nehme ich den linken Busch. So, standen jetzt alle in Büsche hier. Alles Bushcrafter hier oder was? Dann nehme ich halt den kleineren So. Felsen. Und dann ist Da hinten einer, hat ist sich der schon gemeldet. Er andere, möchte der macht hier. das gerade vor. Ach. Ja, er macht mich auf und der Vierer TD, der ist schon gleich Die unter Kette habe ich Feuer, ihm der. runtergeschossen, glaube ich. Sie muss unbedingt hinter diesen Stein kommen, da. Das ist ja total nervig hier. So. Das ist jedenfalls auch ein Panzer, den werde ich dem Stefan auch als nächsten nahelegen, wenn er denn seinen M6er weiter geforscht hat, dass er an den M8 rankommt, dass er seinen ersten amerikanischen Jagdpanzer kriegt. Den M8 finde ich gut, der wird ja nachher ein T-67 und ein Hellcat. Den kann ich glaube ich schon kaufen, den M8. Den Vierer. Ja. Das wäre auf jeden Okay. Fall meine Kaufempfehlung, wenn du in der Richtung weitermachen willst, nimm den. Da würde ich gar nichts anderes versuchen. Nur schon ganz klassisch immer super gewesen, diese T-67 Hellcat und da lernt man das Jagdpanzerspiel mit drehbaren Türmen und so, das ist schon richtig gut. Aber das ist halt auch nicht viel mit Vorfahren, weil sonst, naja, die Geschichte bleibt dabei. Das ist der S-35 vom Gegner, aber da pralle ich ab. Aber ich bin ja auch geizig und will nicht Gold schießen, also durchschlage ich ihn auch nicht. Naja, immer habe ich so eine Kette abgeschossen, gab 52 Unterstützung. Baut er sich auch gar nicht mehr vorzukommen. Schade. Aber der M8 Ich ist glaube, die hat offen. alle Angst. War völlig zu Recht. Den würde ich nämlich auch gleich noch so ein bisschen mal sehen, wie ich diesen M8 da drüben kriege. Ah, den würde ich dann durch den Busch beschießen. Aber nein, der hat einen großen Stein. Das ist schade. Und der Stuck B, der ist auch so tief. Ja, die standen beide ziemlich tief. Das eine kommt drauf. Ne, kommt doch wieder. Und der Lux da vorne, der macht das ganz gut, das Leitspiel. Der macht die alle Ja, auf und lebt auch der noch. macht es echt gut. Also. Jetzt gucken sie gleich aus. Er denn da? Der kriegt ja gleich mal eine auf die Mütze da. Der Valentine, siehst du kaum, war er sichtbar, war er tot. Ja, ging schnell. Oh, jetzt brennt er aber unser Lux. Oder brannte. Leider zum Glück Feuerlöscher, das hätte ich zum Beispiel auch nicht. Ja, wieder. Die spare ich mir. Der M8A1, der bleibt da stehen. Ja, der weiß natürlich auch, dass er kaum Panzerung hat, deswegen, wir sind ja langsam überall, wenn wir auf der Karte gucken, dann wird der Lebensraum für ihn jetzt wirklich klein. Das ist auch richtig so, nicht nur mich erschießen, auch mal selber drauf gehen. So. Naja, 7-0, das wird wieder so eine 15-2-Klatsche da und dann ist es okay. So, mal sehen, ob ich den da kriege, das glaube ich schon. Noch ein 3J. Ah ja, 3J kann ich auch, wissen wir ja, aber so. Killshot, sehr schön, meiner. Stück B ist zu weit weg. Der M8 ist auch Geschichte, ist ja gut. Fahr ich mal quer über die Wiese.
Weil man ja weiß, dass es nicht so gut ist, aber ich will ja auch noch Punkte haben und Schaden machen. Ja, klar. Jetzt wird gejodelt, vielleicht schaffen wir sogar 15-0. Noch bin ich ja weit genug weg. Und HPs habe ich immerhin auch noch ein Drittel, 30%. So. Wahrscheinlich so ungefähr. Die letzten drei, da sieht man, wie das überall Minus wird bei denen. Das ist okay. S35, hier, da gibt es auch nochmal Punkte. Sehr schön. Jetzt bin ich gespottet, aber das ist egal. Achso, weil er hier ist. Wenn man die Minimap anguckt, wie alle so in eine Richtung fahren, wuff, Ja, also geisteskrank im Moment da. wuff. Aber das ist dann im Moment im Spiel halt wirklich so. Wenn das dann so ist, dass das Spiel erst gekippt ist, 5-0, dann hast du als Nuller einfach auch wenig Chancen. Das ist richtig, ja. Gehst du einfach richtig drauf, das ist schon relativ typisch. Hau dieser Kaskadeneffekt rein und dann. Ich soll ein Na, bisschen lauter Leute. machen, dann gucken wir mal hier ein bisschen. Lautstärke hoch. Ich hoffe, das passt jetzt besser dann für den Chat. Also ich kann ja sagen, ich nuschel in meinem Bart. Ich weiß nicht, ob ihr einen Bart habt. Ja. Also dann nuscheln wir zu arg in den Bart. So was. Na, ich Weiß hatte gar jetzt nicht nicht so warum. viel. 183 Erfahrung, okay. Gut. Also ein fünffach XP für den Sieg gehabt. Warum ich die habe, weiß ich gar nicht. Ich besitze noch. Es gibt, glaube ich, von Zeit zu Zeit, wenn man die ganze Tagesaufträge irgendwie abschließt und den Stimmt, kann sein, ja. Special-Auftrag irgendwie noch dazu noch. Und vor allem habe ich nur 66 Mal, dass ich die gewinnen kann. Das ist natürlich sehr lecker. Also. Naja, und ich bin ja ein guter Kaufkunde, hat er vorhin gerade erzählt, aber gerade ist wieder 55 Euro in den Pott geschmissen, da muss ich auch was kriegen. Das finde ich schon richtig. Das ist richtig, ja. Mal sehen, was dieser Panzerwagen 39 eigentlich ist aus Tschechien. Ich glaube, der kann gar nicht so richtig gut. Ich will mal sehen. Ich habe den jetzt mal rausgekramt. Der Panzerwagen 39, ja, der steht bei mir auch in der Garage und schimmelt vor sich nach. Weiß gar nicht, wo man den hergekriegt hat. Ich weiß es auch Wenn nicht man mehr. WD-40 drauf, dann fährt er wieder. Ja. Ja, vielleicht Mach auch nicht den. mehr. Da rollt dann die Maus drüber, dann fährt er nirgendwo mehr, ne? Mach dem Funker erstmal seinen Funkskill und dem. Ja, du mach ihn hier. So, und dann dem Fahrer. Was ist denn das? Ein Fahrer, der kriegt Tarnung. Der soll ja nicht gesehen werden. Und der Kommandant. Hau ich auch als erstes mal die Auch wenn Tarnung der Fahrer drauf. im Panzer nicht gesehen wird, hat doch keinen Aber großen der hat ja Einfluss. auch Funk, der hat ja auch ein Bordnetz und Bordfunk, der wird Also. dann schon erreicht, wenn er will. Die werden dem schon sagen, was sie wollen. Ja, noch auch noch ein So. Valentine. Hast du inzwischen einen oder hattest du noch nie einen? Doch, das Oder? fiel mir gerade auf, als ich meine Panzer durchguckt habe, dass sie doch auch noch einen haben. Das wäre ja toll, dann können wir auch drei Valentines nehmen, wie die letzten Ärgermacher. Was haben wir denn früher gemacht? Also früher, als diese AT-Reihe kam, die englische Tank Destroyer Linie, da sind wir mit drei AT-5 gefahren. Oder AT-2 heißt das Ding ja als Fünfer. Ja. Das war schon Jux. Da haben wir uns nebeneinander gestellt, sind dann direkt in die Feindbase gefahren. Das hat zwar auch 5 Minuten gedauert, aber zu der Zeit war der auch panzerungsmäßig noch sehr gut. Und dann sind wir da auch zu dritt angekommen. Da wird Das schön gemacht. ist ja. Alle drei die gleiche Lackierung drauf gemacht und Brothers in Arms Schriftzug drauf gemietet und dann die anderen mit ihren Ja. KV-1 alle verzweifelt. Ja, klar, KV1, sieh mal. Ja. Hey, dachte letztens, sie haben letztens das 7er Gefecht gespielt mit dem amerikanischen T29. Das war eigentlich auch ganz interessant. Ja. Da. Durch den Turm, den bringst du nicht knackt. Nein, 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 mit Fünfern sowieso nicht. Naja, aber auch, das war 7er, 6er Match. Also Ja. nichts, kein einziger. Also durch den Turm kein Schade. Ja. Aber Zumal das der ja auch immer war. noch eine gute Wahl ist, wenn man diese Mission hat, dass man Bounce verursachen soll für die Heavy Tank Mission. Da war Ja, der T29 Turm auch schon immer eine gute Wahl. das hätte ich vermutlich schon längst. Die haben, glaube ich, mit irgendeinem von meinem, vom, mit meinem D6, mit dem 60 TP, glaube ich, auch schon über 4000, 5000 Schade bounced. Stimmt, der kann auch ziemlich hart sein, ja, das stimmt, ja.
Aber der harteste war bisher der T110 E3. Ja. Genau, wenn du den nicht irgendwie von der wow, Seite chicka, kriegst, dann wow, wow. So ist die Frage, was machen wir jetzt hier? Am besten ist ja, wir fahren einfach weiter, sind zu dritt, du gibst ja die Linie vor. Dränge mich dann ran, fahren wir durch die Stadt, ne, von Haus zu Haus. Klingelputz. Richtigen Häuserkampf. Ja gut, die haben die 2S35, die müssen wir natürlich ganz gekonnt irgendwie rausnehmen am besten. Das Problem ist, wir hatten doch schon mal hier, glaube ich, Valentines, da waren wir in der Stadt, haben gewonnen, aber haben wir die Base verloren. Ja, das stimmt natürlich, genau. Minimap dürfen wir nicht vergessen. Also, wir kommen auf die Einsatzfeuerlinie. Ja. Die Einsatzfeuerlinie da, die müssen wir natürlich auch im Auge haben. Hier sieht es ja alles ganz friedlich aus. Ich sehe, erst ein Gegner kommen bei uns, ja. Das ist okay. Naja, und die anderen in der Schlucht natürlich auch. Alles gut. Wir sind Herr Köln, besonders schnelle Panzer. Ne. Ja, das ist ja auch so finster. Wie oft hatten wir das schon gehabt, dass wir dann hier quasi im Kreis gefahren sind. Sind wir mit unserem Team, Team Grün fährt komplett durch die Stadt und Team Rot komplett durch die Schlucht. Und dann haben wir einen Unentschieden rausgekriegt und getötet wurde keiner. Was sowas? Es gab es tatsächlich auch schon alles. Das war dann sehr friedfertig. So, mal gucken, wo ist ein Stuart da? Knock, knock, 78. Ah, oh, der ist tatsächlich beschießbar. Oh. Ah ja, die schießen auf mich, aber ist okay, gibt keinen Schaden. Der kriegt schon Schaden, das ist doch in Ordnung. Bei AFK Tanks at Base. Report them. Achso, Quatsch, da habe ich keine Zeit zu. Panzer 3E, Kaka Spartani 1, so, du bist gleich raus, Kollege. Das weißt du nur noch nicht, aber es ist so. Ja, wie, er schießt mir die Kette ab, so haben wir aber nicht gezählt hier, siehst du. Oh, wieder minus 70. Oh ja. Minus 60 und. Oh, nochmal minus 80. Ah ja. Lad mal endlich nach da jetzt, siehst du. Oh, wir haben den M3, ist hinter uns durch. One Shot, du bist, genau, der ist raus. Ja, das stimmt, dieser Steward ist raus, der killt die AFKs wahrscheinlich gleich. Also ich wäre jetzt im Grunde genommen auch bereit, wenn meine Kette mal irgendwann wieder da ist. Ist sie da? Hier ist ein 35T. Naja, hier beim Strom, hier ist noch ein Gegner. Ja, die sind zu zweit durch. Das sind zwei M3s durch. Okay. Hier gucken wir das mal kurz ein bisschen aus der Nähe. Ja, das mal ruhig, genau. Ich habe hier gerade einen. So, den ich hier draußen. Am Dom abschließen will. Das geht mal gar nicht. Na ja, gut, aber wenn es so ist, dann kann man halt wenig dagegen tun. Was ja, die sind alle, die AFKs alle gemacht. Um mich rum. Ja. Naja, auf jeden Fall muss ich diesen hier mal rausholen, wenn das denn jetzt geht. Ja, das geht gleich. Da weiß das nur noch nicht. Jetzt zieht mir auch die Seite hin. Sehr schön macht er das. Hör doch auf, dauernd auf meine Kette zu schießen. Das ist echt nervig. Ach so. Ja, das ist schlecht, gell? Total. Vor allem diese kleinen Panzer ja noch nicht mal beide Repair Packs haben. Ich habe ja sonst immer kleines Reparaturset und großes drauf, damit ich auf jeden Fall wenigstens einmal mehr wegfahren kann als die anderen meistens. So, der ist einmal Geschichte. Sieg? Nein, doch nicht. Unentschieden. Wir müssen unbedingt ein Reset bringen in der Base, aber das wird natürlich knapp in 9 Sekunden. Was du denn da? Kommt dir entgegen, das D60 jetzt hier. Ich müsste den echt gerne weg haben, das muss ich aber zielen. So viel Zeit habe ich eigentlich nicht, okay. Ja. Jetzt haben wir den zwei Schossen verloren, haben wir trotzdem. Aber es ist tatsächlich, wie ihr gesagt habt, wenn wir dann natürlich die Base verlieren, ist ja mal kacke. Das ist richtig. Ist es auch wirklich. Manchmal bleibe ich einfach stehen. Also das wäre natürlich in dem... Also, ich bin unbesiegbar. Wehren Sie in einem Gefecht also irgendwas ab. Jetzt habe ich wieder irgendwas gewonnen. Sehr gut. Aber ich weiß nicht was. Ja, ich sage ja, dieser Weltverein ist gut für Anfänger. Das finde ich gut. Nerven aus Stahl. Genau, wenn der Panzer besonders abprallfreudig ist, dann kriegt man das. Ja, genau. Was wenn? Und ich hab das Sharp Sword gewonnen. Ich weiß im Moment gar nicht, was das macht, aber das sieht gut aus.
Ich habe halt. Was hab ich denn jetzt? Ich hab die Highcaliber Gun, weil Schaden ich den meisten abgewehrt Schaden 1013. Cool-headed war ich auch, weil ich 10 Ricochets gemacht habe in meiner Panzerung. Noch diese Duellisten-Medaille, die Shellproof also, und Fire for Effect. Ja, das war Überlegenheit der zweiten. Das ist alles toll, verloren haben wir trotzdem. Bin ich immer noch nicht zufrieden. Und 14.000 Minus-Credits habe ich auch gemacht mit Premium-Konto. Tja. Ach ja. Ja, ist egal. Bin trotzdem zweitbester geworden. Das könnte schlimmer sein. Ich muss mal meine Munition um das machen. Ich habe hier 110 normalen Munition drauf. Das reduziere ich mal auf 85. Die kann man wohl eh kaum verschießen in einer Runde. Machen wir lieber 35 Goldmunitionsschuss da drauf. Die werden wohl hoffentlich auch nie verschießen, sonst bin ich pleite. Und nochmal 10 Mal. Was ist los? Wenn mir gerade Verbindung abbroche zum Spiel. Mhm, stimmt, das sieht man. Nö, normalerweise angezeigt wirst du bei mir noch als vorhanden. Ja, ich bin jetzt auch gerade wieder drin. Ich bin bloß vom Server geflogen. Achso, das geht natürlich auch nicht. Was machen wir denn hier jetzt? So, ich bin wieder da. Ja, genau, das ist vernünftig. Server überfordert. Kommen wir XP-Booster drauf. So. Genau, bei mir war nämlich eben schon wieder eine Stunde rum. Ich habe noch eine Minute. Achso, ja, siehst du, vielleicht schaffen wir das ja vorher noch. Ja, das gibt's ja gar nicht mit den Valentines. Wirklich ganz vernünftig und trotzdem verloren. Ja, und vor allem hat Stefan schon gesagt, wie das wird. Warte mal ab, die Runde, die Base. Ja, ja. Schon mal das Gleiche mit den Gegnern. Ja. Nächstes Mal stelle ich mich zu den Häusern hin und dann warte auf die M3, die da vorbeirauschen. Dann macht's bumm. Beiden Stewards, die werden sich kaputt gelacht haben. Mit Sicherheit. Gucken, was das für einer da ist. Oh, relativ frischer Account. 324 Gefechte hat der erst gehabt für ihn. Mal sehen, was dieser Knock-Knock 78 für einer ist. Er hat immerhin 169 Gefechte erst. Siehst du, die sind noch jünger im Spiel als unser Stefan. Ja, das ist schon gegen Gefechte? Uns. 169 der eine und 324 der andere. Ist halt ein neuer Account. Die haben uns ganz locker gezeigt, wie das geht. Ja gut, am Anfang muss ich sagen, die ersten Stunden habe ich auch noch auf diese Eroberung immer gesetzt. Ja. Bis ich sogar einmal rausgeschoben wurde. Ja. Ja, das kann auch passieren. Wo ihr dann, hä? Wieso denn? Wir haben doch gewonnen. Hm. So jetzt. Ja, das ist dann, wie gesagt, dann wieder, wenn die dann versuchen, Kill All, das gibt nämlich mehr XP für alle Spieler. Deswegen. Ja, da kann man auch viel bei verlieren. Ich bin ja mit Peter sonst im Zug und haben es auch schon oft gehabt, dass wir zu zweit hätten durch Cap gewinnen können. Und ich dann gedacht habe, ach scheiße, wir fahren jetzt raus, kill all und ich fahre raus und gehe dann drauf. Mhm. Und wir verlieren die Runde noch und ich habe die Schuld gekriegt. Das ist natürlich finster. Ach, da darfst du nichts dabei denken. Ich bin mit meinem T110 auch schon mal einfach in die gegnerische Base gestanden und habe gewartet. Ja. Man hat nur drei oder vier Panzer von uns übrig und im Gegnerteam auch ungefähr die gleiche Anzahl. Ich bin einfach nur da gestanden und habe gewartet. Ja, aber dann meistens ist dann, oder geht dann auch oft vorbei, ne? Dass sie einen da abknipsen. Ja, ja, aber mit dem Ding, Hanni, ich bin einfach nur da gestanden und habe gewartet. Ja. Das ist schon so die 750er Schelle von dem Fahrzeug, die dann halt schon weh. Ja, auf jeden Fall. Unser eigenes Team auch die ganze Zeit, die sind auch im Chat eskaliert und ich so, pff, ist mir doch egal. Ja. Ja. Da kannst du am Ende auch nichts machen. Wir haben dann auch schnell gesagt, du, wenn die Jungs ihre eigenen Panzer nicht zum Überleben und Gewinnen bringen, dann kann ich ja auch nicht jedes Spiel für die gewinnen. Ja, aber. Das ist meine genau das. Ja, ich habe die Situation auch schon öfter gehört, später Verlauf vom Gefecht. Ich bin mal mit meiner Jagd E100. Mit einem FV4005 und einem T30 zusammen als letztes und nur ein Medium übrig bliebe. Und im Gegnerteam waren nur zwei Heavies und ein Light. Der Light ist uns natürlich permanent auf den Nord vergangen, bis unser Medium dann irgendwann sich mal entschieden hat, den dann endlich mal zum Holler. Ja. In der Zeit hat einer von den Heavies der FV von uns platt gemacht. Der ist dann natürlich durch die 30 gestorben. Ja. Und letzten Endes war es dann tatsächlich an mir, weil ich unserem Medium quasi die Feuerdeckung gehe habe und gesagt habe, ja, okay, komm, ich unterstütze den jetzt ein bisschen. Ja.
War es dann tatsächlich an mir, dass ich dann der letzte Heavy rausgenommen habe? Ja, das sind natürlich die Spiele, dafür spielt man das ja auch, damit das mal Ja, aber das so im vorkommt. einfach im späteren Verlauf vom Gefecht nur so knallhart, das ist schon übel. Ja. Ach ja, der Kill von mir war dann im Blindshot gerade eben, ne? No? Das dann auch noch. Ja. Ja, aber ich finde da ja auch, dafür spielt man das. Wie heißt die Regel sonst immer? Von Mausakrobat, glaube ich, auch. Und aus YouTube irgendwoher stammt das. 40% der Gespiele gewinnst du einfach sowieso, egal was du tust. 40% der Spiele verlierst du, egal was du tust. Auf 20% der Spiele hast du Einfluss. Die gute Entscheidung hilft dir dann, das Spiel zu gewinnen. Und wenn du es falsch machst, dann verlierst du halt. Richtig. Und jeder nicht Aber so. geschossene Schuss ist vergeudet. Der kann auch nie treffen. Nee, genau, der kann auch nie Richtig, treffen. der kann nicht treffen. Ja. Der kann dir einfach nichts bringen. Aber da gibt es ja trotzdem welche, so wie ich, die wollen in den Goldmunition nicht schießen, weil die ja doch 4000 kostet. Und wenn sie dann runterfällt, dann hast du wieder nichts verdient. Auch Da musst richtig. du. So, den habe ich jetzt aber getroffen. Da habe ich das Risiko gegangen. Und diesmal ist die Ice Road aber sicher auf der Einsatzzweierlinie. Da fährt kein Gegner durch. Wir führen 5 zu 2, das Ja. ist ja auch gut. Jetzt muss ich nur ein Ja, bisschen diesmal Gas habe ich geben, sonst ja werde ich. das eigene Zuhause, die Basis gesichert. Ich Deswegen haben sehe die schon. Angst gehabt, Du nur spielst den Libero durchzukommen. da hinten. Ja, aber das ist ja eben auch ganz wichtig, dass man einen hat, der den Libero macht und Ja, klar. der die Verteidigung hochhält da. Was macht der denn da? Ich glaube, der Ja. geht gleich drauf, der weiß das nur noch nicht. Hier kommt Ziel, Im Unterwanne, 14 am jawohl. Haus nochmal. Aber der T15, das Na, muss war da ein rein. Tick zu langsam. Genau, das war knapp. Wir waren alle hier schon am Einzielen. T15 zum Beispiel auch Aber ein da toller kommt einer eh zu Premium-Panzer. euch rüber. Auch Ja, einfach das würde ich kommen ihm. lassen. Ich wollte gerade sagen, würde ich ihm jetzt T60. nicht mehr raten. Ja, würde ich ihm nicht mehr raten. Das ist auch einer von diesen kleinen Russen Light Tanks. Das ist auch super. Schnell, Frontpanzerung, gute Kanone. Alles gut. Ah, eine Sekunde noch mal, Freund. Hier kriegst du einen von hinten. So, noch einen haben, siehst du? Und weg ist er. Ja, Gut, das ist wegen halt ätzend. Aufklärung, sehr Wenn gut. du 3 gegen 9 spielst, dann machst du einfach nichts mehr. Das ist Ja, natürlich nö, klar. da machst nichts mehr. Habe ich ja Glück, dass ich mit euch im Team bin diesmal. Ich kenne das andere Team auch sehr, sehr gut. Ja, das ist natürlich klar. Was hat er denn da hinten mitten in dem Gebüsch? Noch ein S35. Das ist sogar der französische. Egal, was er Toll. macht, er splatzt. Wer nicht schießt, er kann dann auch nicht treffen. Also habe ich es mal riskiert und habe den Kill. Sehr gut. Wer ist denn das da vorne? Ja, Stefan, dann fahr mal ruhig vor. Ja, ruhig ran da an Und die wenn nicht, Dudes. schieße ich den Steward ab. Das ist auch okay. Ich brauche einen Kill mehr. Ich bin schon am Zielen, aber. Okay, der Schuss war grauenhaft. Gut, sehr gut gemacht, Stefan. Deinen Punkt verdient. Und wir haben es noch nicht. Doch, das waren nur 13 Spieler. Okay. Scheint fast Ja, so. guck mal, jeder hat einen Kill abgekriegt. Sehr gut. Naja. Alle haben überlebt. Richtig. Super. Weil die Basis gehalten wurde erstmal. Ja, das ist sicherlich Ja, ist auch auch wichtig. wichtig. So, 400 Erfahrungspunkte. Wieder Überlegenheitsabzeichen dritter Klasse. Wie oft kriegt man das? Jedes Das Mal, kann wenn du sch diese richtig. entsprechenden Dinge hast. Ich habe es zum Beispiel nicht. Ich habe kein Ich habe Überlegenheitsabzeichen, es auch aber ich habe gekriegt ein. jetzt. Ja? Aber das kann den Panzer beliebig oft kriegen. Okay. Das stimmt, ja. Gut, ich habe Ja, aber zwei wir waren Kills. im. Das hat der Stefan uns vorgemacht. Wir sind ja beide dann leider nicht mal in den Top 10 gelandet. Na, das ist richtig. Hier haben ja heute wirklich viel Schade gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, bei euch war halt Also. nicht so viel los. Im Match Nee, davor das ist war ja richtig. mehr in der Stadt los. Ja, wir sind halt Ja. aber auch einfach Zugfahrer, wa? Ja, ich habe auch so 100% Vollgasanteil. Also, es ist Ja. jetzt nicht so, dass ich nur in der Ecke gestanden hätte. Nee, aber wie gesagt, wenn halt da keiner zu euch rüberkommt und ihr kein Futter bekommt, dann könnt ihr auch nichts abschießen. Nee, so ist es. Ja. Ja, mir hat der eine Abschuss auf dem Weg beim See da erkreucht. Ja, der ist dann erstmal schon mal weg. Ja, den habe ich
Der ist aufgegangen, dann war er zu. Wir haben dann einfach Nake halt und dann war er weg. Ja. Jetzt sind wir in Minen landen wir jetzt. Oder was sagt ihr? Nicht. Da wurde eben gelernt, das macht uns eigentlich auch nichts. Ah, doch, wieder ja, alles gut. Auch noch nochmal. Damit wir es irgendwann mal richtig können. Ja, das sind jetzt auch noch ein paar Vierer dabei. Jetzt wird es interessant. No. Das heißt, nochmal. Nochmal dasselbe. Wir haben aber ein B2 und zwei. Oh, da ist eine Artillerie dabei. Also auf Tier 4 zum Glück nicht so wild. Ja, also ne, aber die sind trotzdem da. Ja. Wir halt bei der Bundeswehr. Nochmal. I need to initial spots. Das wirst du mit deinem 3J. Also ich sehe hier wieder die Base an der Hütte. Ja, ich guck mal, ob ich hier ein bisschen irgendwie was spotter kann nur. Mach das einfach wie in der letzten Runde. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich fahre wieder durch die Stadt und hoffe, dass es gut geht. Auf fahre dann ein B2 hinterher. Ich hoffe halt, dass ich demnächst mal genügend Punkte habe für die nächste Kanone. Dann ich habe ja die schwächste Kanone noch drauf. Ja, genau. Du hast, wir hatten ja gesagt, du wolltest gleich die bessere entwickeln, weil besser ist. Alles andere ist Verschwendung. Mal gucken, ob ich da unten schon mal schießen kann. Dann kann unser Scout auch ein paar Punkte kriegen. Nein, konnte ich nicht. Ja, bitte. Kriege ich diesen S35? Nein, auch nicht. Doch, jetzt hier vielleicht. Ich will wohl HE schießen. Ich kriege da nur die Kante seiner Wanne. Ah, da pralle ich dann bestimmt ab. Sehr gut. Hat er seine Spot-Mission erreicht. Er lebt auch noch, das finde ich gut. Dann fahre ich mal den anderen hinterher. Im B2, wer ist denn da hinten eigentlich noch geblieben? Ach, Stefan macht das jetzt ganz konservativ, aber das ist auch gut. Ja, auf jeden Fall. Kannst du da noch Einfluss haben, wenn du auch lebst? Also das macht schon Sinn. Das ist richtig. Ah, jetzt der PZ, der 3er, der lernt euch vorbei, beziehungsweise zwischen euch durch. Gleich drauf, der weiß das nur noch nicht, siehst du? Wow, Amorak. Ich habe ihn gesehen auf der Map, Mausklick und tschüss. Ja, Amorak. Ja. Und der S35, könnt ihr den runternehmen? Über dem See hinaus? Den S35? Ich sehe ihn, oder? Der B2 versucht das auch, den zu erwischen, aber... Für mich ist er hinter dem großen jetzt Fels. Jetzt kommt der Lux bei euch. Ja, ja, den versuche ich hier mal so ein bisschen Goldmuni in den Arsch da, minus 73. Oh, gut, es ist ja in Sicherheit gefahren. Aber dafür kommt der Valentine 2 vom Roten, das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Unser Panzer W39 will auch nicht gegen den S35 vorrücken, ne? Das ist dieser tschechische Panzer. Das ist schon die optimale Idee, glaube ich. Den habe ich im Grunde genommen auch vorbereitet und dann habe ich das dann nochmal abgebrochen. Hier ist jetzt der B2 bei uns von allen umzingelt. Und dann ist der B2 auch gar nicht mehr so toll. So, aber den S35 habe ich zumindest aufgemacht nochmal, damit die mit mal in Bewegung kommt. Und der Lux, der geht gleich raus, der kommt jetzt nämlich so wieder in die Schussrichtung. Ne, what ready to fire raus bist du, so. So, und da ist der Valentine 2, der wird auch merken, er alleine umzingelt von allen. Es wird nicht gut für ihn enden. Naja. Rechte Maustaste drauf und Gold geladen und tschüss. Siehste. Ja, wie, er trifft meinen Motor, hallo? Ich glaube, ich muss noch meinen Panzer durchreparieren, sonst zündet der mich gleich noch an. Er trifft mein Munitionslager, na klar, raus bist du. So, 12, 5, 3 Gegner noch. Junge, Junge, die haben meine Kiste aber hier zusammengejodelt. Motor kaputt, Kette kaputt, Munitionslager kaputt. Ja. Was alles Schrott, Alter.
Natürlich das Munitionslager, wir wollen ja Richtig. schießen. Gut, jetzt fahren wir natürlich Höchstgeschwindigkeit noch 17 statt 25. Ja, ist egal, jetzt bin ich der Libero. Drei Fragmente sind der Preis, das finde ich ja gut. Junge, Junge, die haben meinen Panzer wieder zusammengeschossen, das ist aber auch wirklich schlimm. Was sind da hinten mit ihm? Oder den krieg ich sogar, den S-35 vom Roten. Zielen, Jungs. Ich habe das Munitionslager nicht umsonst wieder repariert. Oh, da hat er sich wahrscheinlich wieder verabschiedet. Hat er vorhin schon... Sehr schön. Ja. Den hätte ich getroffen, wenn er nicht schon geplatzt wäre, aber naja. Ja. Ich habe sogar zwei Kills abgekriegt, sehr gut. Sehr schön. Das ist ja auch nicht jedes Mal so. Naja. Ja, die löst sich dahin jetzt auf. Gut, ich kriege niemanden angezeigt hinterm Berg, aber da kann ich natürlich nie erreichen. Dann den Motor reparieren kann ich auch lassen. Wobei, das hätte ich ja machen können, wenn man die Teile benutzt hat, dann kann man sie ja so oft benutzen, wie man will, dann kostet das nicht jedes Mal Geld. Die Reparatur kostet zum Beispiel auch nur 1500 pro Runde. Ja. Wenn man sie fünfmal benutzt oder einmal, das ist dann egal. Das war mir auch 5 Jahre lang nicht klar, da habe ich immer gedacht, das mache ich jetzt nicht mehr, das lohnt nicht mehr. Nicht so viele Punkte, aber 171. Ja. Boah, wieder das Typische, wenn bei dir nichts kommt, denn ja. Ihr habt ja nichts durchgelassen. Nee, das stimmt. Das habe ich auch wirklich versucht. So. Ja, ich brauche noch 800 Punkte. Und dann kann ich mir die gute Gun holen. Diesmal durfte ich der Erste von uns drei sein. Das ist ja schon schön. Deswegen haben wir auch 13.000 Minus gemacht. Ja, ja. Oh, ja. Und bei Exterior, da mache ich mal meine... Irgendwas habe ich doch eben gewonnen. Das will ich natürlich dann noch gleich drauf lackieren. Hier das Schwert, genau. Das Schwert mit der 1, das kommt jetzt aufs Dach. Dann gebe ich natürlich damit an. So. Also wer beeindruckt sein will, der darf das auch. Wie jetzt? Hier ready habe ich hier geklickt. Das ist ja gut. Und für Gold kaufe ich keins. So. Ja, was ist denn los? Ich habe das heute drauf gemacht. Ach so, ich muss erst Apply and Exit klicken und dann Ready ins Gefecht. Richtig. Siehst du auf dem Turm, das sieht jetzt aber schön aus, sehr gut. Hast du ja, das gemacht? Ist immer ganz nett zum Ergeben. Ja. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich dann so ein bisschen umschaut in den 30 Sekunden, die dann runterzählen, mit wem will ich denn jetzt zusammenspielen? Dem, der nicht mal eine Tarnung auf seinem Panzer hat? Der vielleicht gar keine Ahnung hat und da steht einer, der zeigt seine Elitezeichen alle, dann fahre ich lieber dem hinterher, der hat schon öfter mit Erfolg gespielt. Das finde ich ganz hilfreich eigentlich. Genau. Das ist richtig. Oder ja, der hat keine Tarnung hat, will sie alle anlocken und dann macht er sie kalt. Ja, das oder so, kann ja natürlich sein, aber trotzdem glaube ich, dass es eigentlich eher anders ist. Meistens so. Viele haben auch früher ins Forum geschrieben, ich male mir doch die Elite-Zeichen da nicht drauf, denn schießen die Gegner immer zuerst auf mich. Weil die auch wissen, ich habe die Sachen und wissen, dass ich Erfahrung habe und deswegen bin ich als Erster raus. Und ja, das weiß man dann am Ende nicht, was dann richtig ist, aber ja. Ja, und am Ende geht es ihm dann so wie dem Leopard, wie es dem Leopard 1 mal ging. Er hat über der Hülle gespäht, direkt in meine Kanone. Ja, genau, und Bums weg ist er. Richtig. Ja. Das hat er auch immer gemacht und dann wäre da dann auch sowieso nicht mehr. Dann reicht das auch. Aber neben mir stand nur ein FV zu der Zeit, weil es war halt auch 10er Match. Da stand ein FV daneben, der hat es irgendwie nicht registriert, dass der Leo da kommt. Ja.
Ja, aber diese Panzer sind ja auch wirklich. Ich finde das schwer, mit denen total viel Spaß zu empfinden. Jagdpanzer E100 finde ich super mit dem Schaden, den er macht. Ja. Aber gerade diese englischen FVs finde ich sehr schwierig mit diesen 183 mm Geschützen. Ja, aber wenn sie treffen, das tut es dann halt schon auch Ja, weh. natürlich, das ist natürlich sensationell super. Wenn da denn aufleuchtet minus 1850 beim Roten. Ja, genau. Das ist schon super. Ja, hin und wieder muss ich die auch mal fahren, das ist ja klar. Ja, ich hab tatsächlich keinen von den FVs mehr. Ich hatte mal den 183, den 215B 183 irgendwie Ja. so. Ja, Aber genau den so heißt fand ich der, so unhandlich und so, Sind naja, die? halt auch. Sind die, absolut. Ja, aber diese minus 1850, das ist schon super. Naja, klar, das macht halt schon was her. Ja. Aber das ist natürlich kein Panzer, den ich ständig spielen würde. Mir geht das auch so mit diesem englischen Cobra. Das ist, glaube ich, der Neuner aus dem Battle Pass. Ich glaube, der ist ja auch so. Der hat Ja. ein, ich glaube, ein Magazin mit 3 Schuss, HE. Oder Hesh heißt es ja dann bei England. Ja. Und trotzdem auch den verkaufe ich immer wieder, wenn ich Credits brauche, weil es wieder neue Panzer zu kaufen gibt. Dann Ja, verkaufe ich klar. ihn immer, Klar. weil man dann bei dem, wenn man ihn wieder kauft, 100% im Verkauf kriegt. Und die kriegt man auch, wenn man ihn wieder kauft. Das benutze ich dann so als verlängertes Bankkonto. Da muss er halt immer wieder verkauft werden. Den habe ich, glaube ich, schon 5 Mal verkauft und wieder gekauft. Okay, Dann fahre ich nicht ihn schlecht. 3 Runden. Dann gibt es neue Panzer und dann muss ich ihn doch wieder verkaufen. Und Ach ja, ja. 3 Wochen später habe ich die Credits wieder zusammen, kaufe ihn zurück und dann kann ich immer noch nicht so richtig gut mit dem umgehen. Der ist ein bisschen seltsam. Jetzt ist natürlich die Frage, helfe ich euch jetzt da oder vertraue ich euch und fahre dann selbst in die Verteidigung der Gegner rein? Na, ihr seid ja eh schon zu zweit in Valentine da. Ja, ich Ja, fahre aber mal wir wieder haben hin. ganz viele tolle Ziele vor uns. Da kann man dann halt nur hoffen, dass sie erst nach und nach aufploppen bei euch und nicht alle mit einem Mal vorrücken. Na, ihr macht das schon. Werden wir gleich wissen. In 3 Minuten wissen wir es. Auch Schnitzer 2-1, da kann ja noch alles passieren. 2-2 ist, ja. Kommen wir mal wieder der kontrollierende Blick in die Map und trotzdem vertraue ich euch noch, fahre ich noch weiter zum Gegner. Komme wahrscheinlich nie mehr zurück zur Base, selbst wenn ich es will. 3-3, 4-7 zu 5100 HP sehe ich. Boah, bleiben wir auf dem Gas. Huch, ich bin gespottet. Wer macht denn sowas? Das ist wirklich niemand. Dann halt nicht. Autsch, wer beschießt mich von hinten? Das würde ich auch nicht verstehen können, ehrlich gesagt. Ja, für Map Ah, eigentlich von nicht so unserem aus. eigenen Team. Ach so, ein Teamkollege. So, jetzt bin ich schon wieder der Erste. Das ist natürlich schlecht. Dann bin ich jetzt sehr wahrscheinlich dann. Siehst du, da schießt nämlich auch einer zwar noch nicht auf mich. Doch, jetzt schon. Jei, wieder ein M8A1. Ich sage, den sollst du ja irgendwann kaufen, Stefan, und nicht zu lange damit warten. Der M8, der ist schon auch wirklich gut. Jetzt habe ich die ersten 3 Hits gekriegt. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr vorzufahren. Ach, ich fahre vor und lasse mich doch wieder treffen. Ja, und dann diese Vierer haben ja leider auch nicht 2 Reparaturkits. Also kann ich nicht mal die Kette reparieren und wegfahren. Jetzt habe ich 2 HP. Komm schon, mach die Kette drauf. Jetzt fahre ich hier wirklich weg. Mit 2 HP. Ah, der T6 Medium von hinten. Du bist leider auch weg. Damals steht es 3-7. Ja, dahinter, hinter uns kam T6 Medium hoch. Ja, der ist leider auch so schnell. Ja, damit ist auch unsere Verteidigung da bei euch kaputt. Macht nichts, unser Angriff hier im Westen ist auch gescheitert. Also hier geht alles gar nicht, wie es aussieht. 1800 zu 4800. Okay, dann fahren wir mal zu unserem S35. Der fährt nämlich auch zur Verteidigung der Base. Ja, und der wird wahrscheinlich genauso zu langsam sein wie ich. Ach, ich kann nicht mal die Ketten reparieren, erst in 20 Sekunden. Dann kommen die wahrscheinlich trotzdem aus dem Westen mir in die Kiste gefahren von hinten und dann. Ja.
Der Matilda da drüben hat ja auch einen ganz passenden Namen ausgesucht. Fat for You finde ich auch sehr schön. Enrico, ja, du hast recht. Der dicke Matilda. Ach, das ist ja doch wirklich ein Monster auf Tier 4 gegen unsere Dreier hier. Na ja, klar. Ja, 3 zu 11 ist noch nicht direkt gewonnen. Als nächster kommt mit T70. Das ist immer ein kleiner Punkt. Nun ziel da mal ein jetzt hier, Mensch. Ja, es dauert halt immer ewig. Ja, bei dem hier ist es auch wirklich... Du bist mal raus, Kollege. So. Das haben immer noch nicht gewonnen bei 4 zu 13. Mal gucken, was da noch kommt. Ah. Ja, jetzt bin ich auch noch gespottet. Ja. Ja, sogar mit aus der Richtung hätte ich nicht damit gerechnet. Der UE 57. Der kleinste Panzer im Spiel und auch der mit dem besten Tarnwert im ganzen Spiel, glaube ich. Ich glaube, der ist noch besser als beim EW 90. Das glaube ich fast auch, ja. Oh. Niederlage. Aber ist ja unfassbar. Unfassbar, wie schnell man mit dem Ding auch draufgehen kann. Mhm. Okay. Ja, ist das ist so ein fragiles Papierding, das ist wirklich, wenn man trifft und die sehen einen nicht und man schießt auf 400 Meter, alles gut, aber zu bald ist man auch sofort weg. Was? Ich habe. Ja? Ich habe die Sterneauswertung hier als und bin auf Platz 5, 6, 7, 8. Wie das? Du bist wieder der Beste von uns, da kannst du genau gucken hier, du hast. 200 Schaden gemacht, du hast Unterstützungsschaden zwar keinen, aber 200 Schaden haben wir anderen beide ja nicht hinbekommen, weil ich bin bei unter 80 und Bauland ist bei knapp über 80, also was ja, minimal. Klar, 590 der Schaden von abgewehrt. Uns sein. Hm? Ja genau, und dadurch nehmen wir zum Beispiel gar nichts. Ja, ich glaube auch wirklich hier nicht Google tatsächlich. Weil du hast ja. Auch noch besser geblockt als ich. Ich habe tatsächlich gar nichts geblockt. Ja, ich habe viel mit der Kette blockt vor allem. Ich bin leider auch richtig draufgegangen, so. Deswegen muss ich jetzt auch mal wieder... Jetzt bin ich bei Kampf 2000, bei Gefecht 278, so. 278 kommt jetzt. Achso, tatsächlich. Hier war doch auch noch eben... Ja, ich nehme jetzt wieder den, der hat... Da habe ich die Hoffnung, dass ich irgendwann mal Credits verdiene. Und nicht alles mit Gold immer rausjodel da. Ja, ich habe jetzt auch nur kurz auf die Hälfte Premium-Munition umgeladen. Ja, also man muss die auf jeden Fall haben, wenn man gewinnen will, aber ja, es ist ja gegen Stufe höhere, ist dann manchmal doch ganz praktisch, wenn man einfach ein bisschen was davor hat. Ja, ich finde auch Geld verdient wird in den 8er Premiums und die hast du ja bestimmt auch. Und dann ja, zu Genüge. Läuft das schon, ja. Ich habe heute bisschen Geld auf der Geländekunde-Tour gemacht. Ich habe sogar eine fortgeschritten habe ich, glaube ich, zwei schon gemacht. Und da war cool, ich habe mit dem Tiger 1 eine Geländekunde gemacht. Das war cool. Ach, den durftest du schon fahren, okay, ja. Also in dieser Geländekunde darfst du ja. Ja. Und das war schon cool, der Tiger 1. Also, wenn du halt Problem bei dreimal so einfach nur der. So 500 der Schaden. Auch 9. Mach schon so. Der trifft auch cool. Ja, auf jeden Fall. Der ist auch schon schön, aber der gewinnt ja natürlich nicht jedes Spiel. Der muss nämlich auch gegen 9er ran. Mhm. Und dann bist du als 7er Tiger. Ja. Ja, dann schon. Tatsächlich wahr. Aber der hat. Wenn du gegen 6er darfst, dann ist der natürlich auch schon wirklich sehr, sehr gut. Aber der hat dann halt auch sowas gegen sich, wie zum Beispiel jetzt gerade der amerikanische T29. Ja, genau. Der mit fast 200 mm Durchschlag schon relativ ordentlich wehtut. Ja. So toll gepanzert ist der Tiger nämlich gegen tierhöhere Fahrzeuge auch schon gar nicht mehr. Naja. Deswegen, also der ist schon, wenn du da ein bisschen Hellcat-Erfahrung hast und T67, was wir gesagt haben, lernen als nächstes mal den M8, da lernst du was, was dir auch hilft. Dann kommst du auch später mit dem Tiger 1 besser gegen Gegner klar. Das ist sicherlich ganz gut.
Wenn du nur Valentine gefahren bist und dann Tiger 1 fahren willst, dann wirst du einfach nur richtig drauf gehen. Ja, Die der hat Panzer sind halt. nicht vergleichbar. Ne. Deswegen da Jagdpanzer fahren können und tun, das wird dir auch noch viel helfen und bringen. Auf jeden Fall. Unsere Sache wie mit Panzerung, Blocke und so, Stellungsspiel, das wird dann erst später tatsächlich wirklich interessant. Ja. Es ist so ab Stufe 7, 8 aufwärts, dann auf jeden Fall. Dann wird es Ja. auch wie relativ wichtig. Ja. Das sind ja auch so ikonische Fahrzeuge, deswegen, da habe ich auch immer Spaß dran Ja. gehabt, dann da mal irgendwie so Videos und Fotos aus alter Zeit zu sehen und so. Und wenn man dann diese, so wie dieser hier in S35 ist, und wenn man sich dann die alten Kriegsfotos anguckt, wie das dann so war, das fand ich auch irgendwie immer interessant. So, deswegen konnte ich mit diesen ganzen Fantasiepanzern jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Liebe empfinden, muss ich sagen. Alles, was es früher in der Realität gab, das fand ich schon irgendwie und hatte auch so ein bisschen was. Ja, trotzdem wollte ich natürlich niemals irgendwie Militär und so weiter. Das war jetzt nicht so mein Ding. Ich weiß nicht so recht. Irgendwie glaube ich, wir müssen in der Süden auch aufpassen. Denn wenn man jetzt hier in die Ja, Minimap überall ein guckt, dann bisschen. S35 und den Chi-H und dann ist auch Schluss. Ja gut, den Su-76, den Jagdpanzer, der ist ja auch auf der Lauer. Ja, 5-1 ist auch noch nicht verloren und jetzt Ja, die 6-1, also AT super. hat mich im Blick. Genau, nur die Kette reparieren und sieh zu, dass du dich bewegst. Hab Ach, gerade die sehr ist viel so schön. eingesteckt da unten. Oh ja, ich sehe schon, bei dir ist ja auch nur noch 70 über. Oh ja, dann kommt man zu mir hier. Machen wir mal Action hier am Wasser. Es fehlen noch immer noch 3 S35. Der eine geht hier, glaube ich, gerade drauf gegen den Chi-H am Wasser. Ist auch tatsächlich so. Dann im Norden bei A4, Genau, da ist nämlich auch noch einer B4, auf einem. B5 da. Scheint Genau, auch da ist auch noch noch einer. einer. Aber der ist zum Glück weit weg. Der tut mir im Moment noch nichts. Und hier drüben ist ja mein anderer S35 aus dem Team. Da sind wir ja auch schon immerhin zwei. Das ist ja auch nochmal die Hoffnung, dass wir dann auch beide noch ein bisschen länger durchkommen. Ich glaube, den hat's noch böser erwischt als mich. Das ist okay. Vielleicht warte ich jetzt ja auch mal intelligenterweise, bis du mit deinem Ja, Valentine genau. näher gekommen bist. Dass wir nicht einer nach dem anderen aufgehen und abgeschossen werden. Vielleicht wäre es besser, wir gehen zu dritt auf und werden gar nicht abgeschossen. Ja. Es ist ja schließlich auch ein Teamspiel, nicht? Da ist auch Das heißt. irgendwo Artillerie da rechts hinten. Wir müssen jetzt dann auch hinter uns aufpassen. Also nördliche Richtung. Die kommen vielleicht dort zur Basis zurück durch. Ja, das ist richtig. Im Westen ist da natürlich Polen offen, heißt das ja oft, nicht? Ja, ich Auch verlege eine jetzt mal Option. in die Richtung. Genau, vielleicht kannst du da die Verteidigung noch ein bisschen dicht stellen. Ich bin nur so furchtbar langsam. Richtig, du bist es wahrscheinlich auch nicht gewohnt. Was ist so deine Spezialklasse, wo du sagen würdest, das ist Langsame, deine? schwere TDs. Ah ja, okay, siehst du? Ja, Das ist. T110 E3, wie gesagt, Jagdpanzer J100. Ja, okay. Oder ein Stritz 103B. Das stimmt, den liebe ich natürlich auch. Vor allem auch den S1 finde ich ein ganz super Premium-Fahrzeug. Den S1, den Premium-Panzer für den 103B. Also vor allem die Ja. spezielle Fahrt und die Zielmechanik und alles, was da zur Kanone dazugehört, ist total gut. Du machst ihm auch Credits, weil er Schaden aus der Distanz macht. Guck mal, das FCM, der Pack. Er zielt auf Okay, euch. einen Teil der Rechtzeitig Verteidigung daneben. haben wir. Sehr schön, ja, der Arme. Jetzt bin ich Stefan draußen. hatte da keine Chance, genau. Da war nämlich der Pack 40. Der macht auch keine Gefangenen. Für seine 5 € ist das ein super Premium. Das ist noch ein S35 und der trifft mich auch.
Den Saarino haben wir dadurch auch gefunden. Der Cruiser meint, er supportet meine Position. Da bin ich noch nicht von überzeugt. Okay, die hocken jetzt beide hier oben in der Ecke. Das heißt, da kann ich nicht rausfahren. Die beschießen mich sofort. Und mit zwei Hits bin ich auch weg. Die schießen auch Gold da oben. Die machen das richtig. Die sind voll im Angriff da. So, nochmal einer weniger. Das stimmt vor. Jetzt können wir zum Angriff übergehen. Ist doch besser auf jeden Fall. Ja, der Cruiser ist auch schon vor. Der kriegt auch schon Minus eingetragen. Ne? Vielleicht ist es aber so, dass er ihn jetzt mal aufmacht. Und das tut er Also. auch. Ja, Und damit kann er unter Feuer nehmen. So, minus 50, mein Freund. Nicht da dumm rum am Kartenrand rumcampen, auch mal beide da draufgehen drum, jetzt. ja. Die Arti schießt auf mich. Das mag ich natürlich jetzt nicht Aber so. Uha, dafür jetzt unser Artisch ist auch hin. bin ich auch raus. Das ist das Mindeste. Ja. Ja, ich habe immerhin 310 Schaden gemacht und jetzt durch Aufklärung noch ein bisschen was. Und ihr wisst immerhin, wo sie sind. Die können ja von Ja, da auch aber. nicht wegfahren. Nee. Nee. Aber die März haben Sie da können auch es ja mal Netzwerk. versuchen. Nee, nee, die haben das bisher nicht gemacht. Ich glaube, die bleiben da bis zum bitteren Ende. Ja, Camper bis zum Ende. Ja, aber deswegen noch haben wir nicht direkt gewonnen. Ne? Mal sehen, du Naja. bist ja auch einer der Angriffsführer da. So, mal gucken, wie du das so machst. Mal gucken, da ist schon der Erste und der andere auch. Ja gut, die Goldmuni durchgeladen und tschüss. Aber leider abgeprallt. Ja, falsche An Muni, klar. der verfluchten Arti. Das ist ja richtig so. Jetzt Ja, kommt aber es ist auch raus. nicht mehr so viel Angriffspanzer, wo man sagen muss, das klappt jetzt unbedingt. Wäre schön, wenn die Sechsten Arti auch mal mitschießt. Ja, das wäre freundlich, gell? Das wäre zu Ja. gut. Aber das tut sie auch. Okay, da wollen wir uns nicht beschweren. Das ist ja gut. Siehst du, So. wollen auch für dich. Sehr gut, so wollten wir es sehen. Wow, So ist es. fünf rausgenommen, sehr gut. 5 Kills, genau, ja, toll. 1200 Schade blockt. Ja, dieser Valentine, das ist absolut super. Jetzt kann ich aber Ja, dass wirklich ich. nur gegen solche Panzer machen. Ja. Ja, dass ich das sicherlich nicht überleben würde, das war mir schon relativ klar, als ich da raus bin, aber ich wollte die eben auch aufmachen für euch und dann haben wir gedacht, gut, dann machen wir jetzt auch den Sieg in der nächsten Minute und das hat ja auch geklappt. Ja, klar. Das war fürs Ah, Team, ich heißt bin das nicht der immer, ne? Letzte schon mal. Das ist gut. Ja. Naja, 7. 3.874 Platz XP ist okay. gibt's. Achso. Ja, das finde ich auch, wenn du schon Top 10 bist. Das war für mich auch ganz früh schon immer ein Ja, Ziel. Also ja, hier ja. dann. Top 10, da war man nicht ein totaler Loser. Das ist schon ganz gut. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich ein bisschen mehr Glück habe, weil es fehlen noch 315 Punkte, bis ich die Fünfer-Gun holen kann. Ich denke, das war immer nachkriege. Ja. Für die, die das Livestream sehen, die sehen es gleich. Und die aus der Folge, die sehen es erst am nächsten Tag oder in der nächsten Folge. Ich mache hier wieder Stopp für die zweite Folge. Bis dann.